Herzlich willkommen zum Canalog. Wer weiß was? Der Roundtable über medizinisches Cannabis. Erstmal wünschen wir natürlich allen Gästen und Zuschauern Happy 420. Mein Name ist Dominik und neben mir sitzt Matthias. Der ein oder andere wird uns vielleicht schon vom Podcast Heitere Gedanken kennen. Genau, heute werden wir für euch diesen Roundtable moderieren. Wir werden die Diskussion lenken, indem wir die Themen vorstellen, gezielt Fragen stellen und aufpassen, dass sich einzelne Themen nicht allzu sehr in die Länge ziehen oder wir von den Themen zu sehr abweichen. Wir wünschen euch allen viel Spaß und hoffen, ihr werdet das ein oder andere mitnehmen können. Genau, seit mehreren Jahren, um genau zu sein, seit März 2017 ist es ja mittlerweile in Deutschland schon möglich, Cannabis als Medizin verschrieben zu bekommen. Und es wird Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen, dachten wir uns. Es gibt viele Probleme, aber vieles läuft auch schon richtig gut. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen Transparenz in die Sache bringen. Zuerst wollen wir einmal unsere Gäste vorstellen. Fangen wir an mit Yvonne Hanke. Sie ist eine von über 80.000 Cannabis-Patienten und Patientinnen in Deutschland und vertritt das Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin. Guten Tag, Frau Hanke. Wollen Sie sich vielleicht selbst noch einmal mit ein paar Sätzen vorstellen? Gerne. Hallo, mein Name ist Yvonne Hanke. Ich bin seit 2,5 Jahren Cannabis-Patientin, engagiere mich im Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin, betreibe da mit jemandem zusammen eine Selbsthilfegruppe in Frankfurt am Main und mache gerade die Ausbildung zum Berater für Cannabis-Medizin bei der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin beim Dr. Franjo Grotenherm. Sehr schön, vielen Dank. Außerdem ist Björn Schrake Teil unseres Roundtables und vertritt als Besitzer der Cannabis-Apotheke CAN24 die Apotheken. Möchten Sie vielleicht auch noch was zu sich sagen? Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Björn Schrage. Ich bin Apotheker und Inhaber der Apotheke am Inselpark in Hamburg. Wir firmieren als CAN24 im Netz im Bereich Cannabis als Medizin. Ich bin mit der Apotheke Inhaber gewesen einer Ausnahmegenehmigung zur Abgabe von Cannabisblüten an Patienten mit eben dieser. Weit vor der Einführung des Cannabis-Rezeptes auf Betäubungsmittelrezept und seit 2017 ist das Ganze natürlich ein bedeutend intensiveres Thema bei uns, seitdem es die Möglichkeit gibt, das zu verordnen. Vielen Dank. Des Weiteren ist Thomas Chaton, Geschäftsführer von 420 Pharma, dabei. Er wird uns die Sicht der Pharmaunternehmen etwas näher bringen. Guten Tag, Thomas Chaton. Wollen Sie vielleicht auch noch was zu sich sagen? Ja, herzlich gerne. Moin auch in die Runde. Also ich bin Geschäftsführer von der 420 Pharma GmbH aus Paderborn, haben unser Unternehmen 2018 gegründet und sind mit der ganz klaren ja, Motivation an den Start gegangen, hier wirklich Goldstandard für medizinisches Cannabis zu werden, als wir uns am Anfang mit dem Markt beschäftigt haben. Und der Markt noch relativ im Aufbau war, haben wir gemerkt, da ist vieles, was nicht ganz so korrekt ist, vor allem wenn sich es im Bereich Medizin abspielt. Da wollten wir einfach ein starkes Gegengewicht setzen mit Top-Qualität und entsprechender Transparenz bei den Produkten. Und damit treten wir auch an und sind seit unserer Markteinführung, war das Oktober 2020, auch sehr erfolgreich im Markt unterwegs. Vielen Dank. Entschuldigung. Des Weiteren werden die Ärzte von Dr. Franjo Grotenherm vertreten, bekannt von sehr viel Fachliteratur und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Cannabis Medizin. Wollen Sie vielleicht auch noch was zu sich sagen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich befasse mich seit etwas über 25 Jahren mit dem Thema. Seit über 30 Jahren bin ich chronisch erkrankt. Das Thema hat mich aus mehreren Blickwinkeln von Anfang an fasziniert. Das eine war, dass es anscheinend einen großen Bedarf gibt, der aber nicht erfüllt wird. Das gilt vor 25 Jahren und heute auch noch. Es ist politisch einiges zu tun. Es ist wissenschaftlich passiert sehr viel. Es ist also ein sehr spannendes Thema in verschiedenen Bereichen. Seit 2012 betreibe ich auch wieder eine ärztliche Praxis und habe jetzt ungefähr 3.000 Patienten behandelt. Ja, mehr vielleicht in der weiteren Diskussion. Vielen Dank. Nun beginnen wir auch mit den Fragen und diese leite ich jetzt direkt ein. Die meisten Menschen bringen Cannabis eher mit einer Droge als einer Heimwehr. Die meisten Menschen bringen Cannabis eher mit einer Droge als ein Heilmittel in Verbindung. Deswegen die erste Frage: Was unterscheidet medizinisches Cannabis vom Schwarzmarkt-Cannabis und was genau bedeutet die Beschreibung medizinisch in diesem Zusammenhang? Diese Frage würden wir als erstes an Herrn Dr. Grotenherm richten. Ja, also eine ganz klare Trennung gibt es nicht. Was man aber sicher sagen kann, was für die Patienten besonders wichtig ist, sie bekommen immer die gleiche Qualität. Also es ist standardisiert. Sie bekommen auch
ein gut hergestelltes Produkt, also was frei von Verunreinigungen ist und anderen Dingen, die man nicht haben möchte. Das heißt, Sie können sich auf die Qualität normalerweise verlassen. Ja, es schwankt die Qualität auch bei den medizinischen Sorten, aber das ist relativ konstant. Prinzipiell gibt es keine relevanten Unterschiede. Aber die Verlässlichkeit, ja, man kennt den Hersteller, es ist aus der Apotheke, es wird dort geprüft und so weiter. Ich merke das auch bei meinen Patienten, dass sie einfach größeres Vertrauen einfach dann haben in das. Ja. Und sie fühlen sich auch anders, auch wenn sie sich lange Jahre vorher selbst therapiert haben. Durch die medizinische Verwendung, verschreibt durch den Arzt aus der Apotheke, gibt es, die Patienten fühlen sich oft entlastet. Ja. Sie wissen, jetzt sind auf der richtigen Schiene, aus der Illegalität raus, gutes Produkt. Also das, wobei die Produkte selbst aus dem illegalen Bereich schon bekannt sind. Also die Sorte Betrokan oder irgendwelche andere Sorten, die seit vielen Jahren in Deutschland auf dem Markt sind, die waren ja auch als illegale Produkte unter einem anderen Namen verfügbar. Ja? Aber natürlich ja, nicht so standardisiert. Und wir haben gerade den Herrn von Fortentia Pharma gehört. Viele Hersteller bemühen sich einfach auch, ein sehr gutes Produkt oder sehr gute Produkte auf den Markt zu bringen. Ja? Da hilft die Konkurrenz auch. Ja? Also man möchte ein gutes Produkt haben und damit auch Patienten und Ärzte ansprechen. Ja, vielen Dank. Dann wäre vielleicht auch direkt noch interessant zu wissen, wie das die Patienten sehen, weil viele Patienten ja auch oft als Kiffer dargestellt werden und gar nicht als wirkliche Patienten, die ja ein medizinisches Produkt erhalten, sondern halt einfach nur am Straßenrand stehen und ja, die Kiffer sind. Was halten Sie davon? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Jetzt erfülle ich ja Gott sei Dank nicht das typische Kifferklischee, aber viele der Patienten werden leider Gottes so behandelt. Es ist sehr schwer, da zu differenzieren. Ich persönlich versuche es immer so zu erklären, dass derjenige, der das Cannabis medizinisch nutzt, egal ob legal oder illegal, sei jetzt mal dahingestellt, einfach in seinem Leben funktionieren kann, arbeiten kann, ein soziales Umfeld sich aufbauen kann, worum gegen wieder das für mich dieses ja, wo es dann zum Problem wird, ne? Dann dahingehend ist, wenn einer eben nicht mehr arbeiten geht, sich einmottet zu Hause, eben ja, diese ganzen Sachen, dann ist es für mich ein Problem. Aber ansonsten sehe ich es eher als Medikament, egal ob illegal oder nicht. Ja. Ja, wenn man eingestellt ist, ist man meistens ja auch so eingestellt, dass man funktionieren kann am Tag. Man möchte ja am Leben teilhaben, wie die anderen Menschen halt auch mit seiner Erkrankung. Genau. Und das ist schon bei den meisten der Fall. Ja. Würde ich schon so denken, ja. Wo sehen Sie so persönlich für sich den Vorteil von Cannabis als Medizin? Also weswegen auch gerne Cannabis als Medizin und nicht etwas anderes? Ja, natürlich eben, weil da ganz klar die Nebenwirkungen viel, viel weniger sind, ja, und oft sogar die Nebenwirkungen anderer Präparate damit noch behoben werden, ja, also man hat eigentlich so schon in meinen Augen so ein Allround-Medikament, was auf ganz vielen Ebenen hilft, wofür ich bei anderen Medikamenten wieder für jedes einzelne ein Medikament bräuchte, was wiederum Nebenwirkungen macht, worum hingegen Cannabis mir wieder da sogar auch noch gegen diese Nebenwirkungen gegenwirkt. Ja. Ja, das stimmt. Tatsächlich gibt es ja jetzt auch schon eine Anbaustätte in Deutschland, aber das wird ja niemals reichen, um den Bedarf zu decken, den wir in Deutschland haben. Woher kommt denn zurzeit das ganze Cannabis? Also das ganze medizinische Cannabis, nicht das aus dem Schwarzmarkt. Wie wird es angebaut und gibt es überhaupt Unterschiede beim Anbau zu dem Schwarzmarkt-Cannabis? Das ist vielleicht eine Frage, die sich an Thomas Chaton richtet. Ja, also die Unterschiede sind definitiv vorhanden. Also es gibt bestimmt auch auf dem Schwarzmarkt einige gute Anbauer, die das sehr professionell betreiben, keine Frage. Aber wie der Herr Grotenherm schon sagte, man hat einfach keine Garantie dafür. Wenn wir uns mal Stoffe anschauen, die teilweise zum Strecken von Straßencannabis verwendet werden, also von Bricks bis Zucker bis keine Ahnung, was man da alles reinkippen kann. Ich habe sogar mal von Bleistaub gelesen. Sowas muss man natürlich als Patient komplett ausschließen. Und da ist der Weg über eine Apotheke und dann auch einen zertifizierten Anbau an der Stelle genau der richtige. Und wie gesagt, anbauen darf man nur, wenn man eine entsprechende GMP-Lizenz dafür hat, beziehungsweise eine GACP-Lizenz für den Anbau. Aber der Vertrieb, der jetzt vorsorglich aus den Niederlanden und Kanada hauptsächlich kommt, es werden jetzt weitere Märkte etabliert, wie Australien, Portugal ist so langsam gekommen,
Aber die Hauptmenge aktuell ist wirklich Kanada und den Niederlanden. Da sind die Anbauer auch wirklich sehr weit, gerade was den GMP-Status anbelangt. In Europa habe ich natürlich noch die zusätzliche Hürde, dass dieser GMP-Stand nicht so ohne weiteres aus Drittländern anerkannt wird. Das heißt, ich als Firma, wenn ich eine solche Ware oder ein solches Produkt einführen möchte, muss dafür sorgen, dass das dann nochmal von einer deutschen Behörde geprüft wird. Es gibt ein Audit, wo nochmal alle Schritte wirklich dediziert abgeprüft werden, von der Trocknung bis hin zum Trim, bis hin zur Verpackung der Ware dann als Bulkprodukt. Und da wird wirklich sehr genau hingeschaut. Ich war wirklich extrem überrascht, als ich zum ersten Mal eine Anbaustätte in Kanada besuchen durfte, wie hochprofessionell, sauber, steril und absolut korrekt da gearbeitet wird. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Deswegen habe ich dann auch an diese Branche geglaubt, weil am Anfang, als man reingekommen ist, klar, dieses Klischee schwingt auch immer mit. Aber umso wichtiger ist es, dass man, wie gesagt, mit totaler Transparenz und guten Produkten das ganze Thema auch mehr in die Mitte einfach der Gesellschaft reinbringt. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie sich die Anbaustätten schon angeschaut haben. Wird das medizinische Cannabis vor allen Dingen outdoor oder indoor angepflanzt? Wahrscheinlich eher indoor, um es besser zu kontrollieren. Indoor, genau. Also die Richtlinien aus dem DAB, das ist das Deutsche Arzneimittelbuch, die sind bezüglich Verunreinigung oder Schimmelpilze schon sehr, sehr, sehr streng. Weswegen es die meisten Anbauer auch nur mit einer entsprechenden Bestrahlung der Produkte schaffen. Wir haben uns ganz bewusst gegen diese Bestrahlung ausgesprochen, weil jedwede Art von Bestrahlung natürlich auch immer die Terpene, die Geschmacksprofile der Produkte verändert. Man kennt das aus dem Lebensmittelbereich. Lebensmittel, die in Deutschland angebaut werden, dürfen nicht bestrahlt werden, wenn sie verkauft werden. Beim Cannabis haben wir so lange nach einem Lieferanten gesucht, der diese Richtlinien auch ohne die Bestrahlung einhält, weil, wie gesagt, die sind schon sehr weit unten. Und ich bin auch relativ sicher, dass die meisten Straßenprodukte diesen Richtlinien nicht entsprechen würden, gerade was Haltbarkeit und Langlebigkeit anbelangt. Ja, meistens kriegt man ja auch noch auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich Sorten, die nicht richtig getrocknet sind oder sonst was. Da ist ja gar nicht zu kontrollieren im Endeffekt. Ja, vollkommen richtig. Vielen Dank. Nun eine Frage an Björn Schrage. Als Apotheker haben Sie ja dann täglich mit Betäubungsmitteln zu tun. Gibt es bei Cannabis Besonderheiten im Vergleich zu anderen Betäubungsmitteln? Also für mich und mein Team ist Cannabis letztendlich das, was es ist und was es sein sollte, ein Arzneimittel in allererster Linie. Betäubungsmittel sind auch Arzneimittel. Der Unterschied ist letztendlich nur, dass es gewisse Sorgfalt bei der Dokumentation bedarf. Ansonsten sollte man davor letztendlich eigentlich keine Berührungsängste haben. Das ist meine Meinung. Und insofern gibt es eigentlich nur das, was letztendlich die Herausforderungen, die ein Naturprodukt an einen stellt, sind zu beachten. Dabei spielen Faktoren wie Verfall zum Beispiel eine Rolle. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder die Herausforderungen auch gehabt, was die Verfügbarkeiten betrifft. Nicht alle Varietäten waren in der Vergangenheit dauerhaft und permanent verfügbar. Auch das hat natürlich damit zu tun, dass wir es mit einem Naturprodukt zu tun haben. Da fällt auch mal eine Charge aus der Spezifikation und kann so nicht von jetzt auf gleich ersetzt werden. Dafür braucht es sicherlich auch Verständnis. Wir sind glücklicherweise jetzt inzwischen in einer Situation, in der eine Sortenvielfalt auf dem deutschen Markt vorhanden ist, die es auch erlaubt, auf Alternativen und auch gute Alternativen zurückgreifen zu können. Das war vor 3-4 Jahren und auch insbesondere davor noch ein ganz, ganz anderes Thema. Und daher ist das für uns unser täglich Brot, wenn man so will, der Umgang damit und unterscheidet sich formal erstmal nicht von der Belieferung eines anderen Arzneimittels. Okay, und wie wird medizinisches Cannabis dann, wenn das bei Ihnen ankommt, verpackt und auch gelagert? Also das, es wird uns geliefert, dann durchläuft das, da es sich ja um einen Rezepturstoff handelt, erst einmal einer internen Prüfung. Dazu sind wir als Apotheke verpflichtet, dass wir die Qualität, im pharmazeutischen Sinne bedeutet das die Identität, prüfen müssen. Selbstverständlich nicht jede einzelne Blüte, sondern die Charge, die uns geliefert wird, die muss einmal durch die Eingangskontrolle bei uns durch, wird freigegeben und danach wird sie gemäß der ärztlichen Verordnung
abgefüllt, unter Umständen auch verarbeitet, je nachdem, worum es sich da handelt bei der Verordnung. Es ist ja inzwischen nicht unüblich, dass die unverarbeitet abgegeben werden, auch an den Patienten, damit der die Möglichkeit hat, sich seine Dosis auch individuell frisch aufzubereiten und nicht irgendwelche Qualitätsverluste durch die vorzeitige Zerkleinerung in der Apotheke da irgendwie eine Rolle spielen müssen. Ein geeignetes Gefäß muss gefunden werden zur Abgabe an den Patienten. Auch die Herstellergefäße eignen sich formal durchaus dafür. Eine Endverbraucherverpackung ist es in dem Sinne nicht, weil gewisse Angaben fehlen, die es zu einer Endverbraucherverpackung dann machen. Ergänzt die Apotheke diese, ist auch das möglich, ist in dem Gefäß zu belassen. Okay. Ja, vielen Dank. Mich würde noch interessieren, wie lange denn dann die Blüten, weil es ja ein Naturprodukt ist, überhaupt auch haltbar sind. Gibt es da irgendwas zu beachten? Steht das auf den Verpackungen dann wahrscheinlich auch immer drauf? Die Frage geht an mich? Genau, ja. Ja, vielleicht darf ich vorher tatsächlich noch was zur Lagerung sagen. Ja, gerne. Was wir bei uns machen, auch wenn das nicht erforderlich ist, das Arzneibuch oder die Apothekenbetriebsordnung verlangt letztendlich eine Lagerung unter 25 Grad. Das halte ich bei Cannabis nicht immer so aufrecht bis zum Grenzwert, weil auch Dekarboxylierungsprozesse auch über 20 Grad durchaus auch schon eine Rolle spielen. Daher lagert Cannabis bei uns konstant bei 18 Grad, kontrolliert und auch bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%. Das hat sich bewährt, weil dadurch die Qualität, die wir erhalten, auch während der Dauer bei uns aufrechterhalten bleibt. Wir können natürlich kein schlechtes Produkt dadurch besser machen, aber wir können ein gutes Produkt möglichst lange gut erhalten. Das ist schon mal das eine. Jetzt habe ich leider die zweite Frage vergessen, was ich sage. Wie lange es haltbar ist, beziehungsweise verwendbar ist. Das ergeht natürlich immer aus dem entsprechenden Analysenzertifikat des Herstellers hervor. Das liegt nicht in unserer Hand. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Sicherlich kann dazu Herr Chaton auch einiges sagen, was dabei zu beachten ist. Das hat damit zu tun, wie lange ist das Präparat schon auf dem deutschen Markt erhältlich? Woher kommt es beispielsweise? All das führt dazu, dass man eine gewisse Stabilitätsdatenbank erst aufbauen muss unter Umständen. Und irgendwann sollte sich das einpendeln in einer Haltbarkeit von 6 bis 12 Monaten. Das ist ja schon ordentlich. Wollen Sie denn auch direkt noch was dazu sagen, Herr Chaton? Ja, gerne. Also der Herr Schrager hat es ja schon erklärt. Diese Stabilitäten sind ein sehr wichtiges Thema im Anbau auch. Und natürlich kann man als Großhändler jetzt sozusagen die Stabilitätsdaten des Anbauers verwenden, wenn man das gerne möchte. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil muss dann immer noch einem Dritten vertrauen. Ja, also der hat das zwar gemacht mit irgendeinem Labor, ich müsste das dann auch vorher qualifizieren. Deswegen haben wir in Deutschland unser eigenes Labor dann qualifiziert entsprechend und haben immer zu jedem Produkt unsere eigenen Stabilitäten aufgesetzt. Das ist am Anfang dann ein bisschen mühselig, weil man kriegt eine Mindeststabilität von einem Monat, wenn man noch keine Daten hat. Und die erweitert sich dann immer. Wenn man dann 3 Monate geschafft hat, darf man 3 Monate draufschreiben. Dann gibt es wieder 3 Verlängerungsmonate, bis man bei 6 angelangt ist und dann darf man die 6 draufschreiben. Und mit unserem Produkt, was wir, wie gesagt, letztes Jahr gestartet haben, da sind wir jetzt aktuell bei einer Laufzeit von 6 Monaten in der Haltbarkeit, konnten das auch nachweisen durch die Stabilitätsanalysen und werden das, wie gesagt, bis zum maximalen Punkt der Haltbarkeit dann auch weiterführen, diese Stabilitätsreihen. Das machen wir auch immer für jede Charge, sodass da auch, wie gesagt, aus Patientensicht keinerlei Blödsinn passiert und wir das sehr, sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Sind denn die Chargen, die jetzt bei den Apotheken ankommen, schon älter, dass man da Bedenken haben muss, dass die bei den Patienten nicht mehr rechtzeitig ankommen? Oder ist das eigentlich, geht das so schnell weg, dass man eigentlich bei der Haltbarkeit sich nie Gedanken machen müsste? Nein, also diese Stabilitätsdaten für ein Produkt in einem bestimmten Behältnis darf man dann auf die weiteren Chargen natürlich übertragen. Also wenn ich jetzt 6 Monate lang ein Produkt getestet habe, was ich dann monatlich immer als neue Charge erhalte, da habe ich natürlich dann, weil ich weiß, T0 war hier, T6 ist dort und es hat gepasst. Das darf ich abstrahieren auf das nächste Produkt. Die werden natürlich kontinuierlich trotzdem getestet, ob man immer das ist.
aber ich darf das dann übertragen, sodass dann natürlich der Patient extrem frische Ware an der Stelle dann auch. Und wie lange dauert es so, bis eine Charge, sag ich mal, von der Ernte bis zum Patienten ankommt? Die ganzen Schritte, die da zwischendurch durchlaufen werden müssen, nimmt ja auch sicher Zeit in Anspruch. Ja, also im Best Case kann man da so grob mit 3 Monaten rechnen, denn je nachdem, wie man das Trocknungsverfahren macht, also natürlich kann ich alles oder jeden einzelnen Produktionsschritt maschinell beschleunigen. Das geht dann allerdings natürlich auch zulasten des Produktes. Ich kann eine Cannabispflanze mit einem Heizstrahler trocknen, ganz blöd gesprochen, ist dann aber nicht so optimal, wie wenn ich die umgekehrt aufhänge und dann wirklich bei Raumtemperatur entsprechend 3 bis 6 Wochen idealerweise sehr, sehr, sehr langsam trocknen. Das kennt man bei den Nahrungsmitteln genauso. Wenn ich ein Steak ganz frisch aufschneide und dann esse, das schmeckt komplett anders, wie wenn ich es 6 Wochen ganz, ganz, ganz langsam reifen habe lassen. Das ist hier genauso. Ich kann dann die Trimmung per Hand machen, was dann eine sehr schöne Blüte ist, die in der Struktur auch noch passt. Natürlich kann ich das Ganze auch in eine Maschine reinschmeißen, aber dementsprechend sehen die Blüten danach auch aus, wenn der Rüttler da einmal durchgegangen ist. Von daher, also wenn Sie bei einem guten Produkt sind, würde ich mindestens 3 Monate dort sagen. Wie gesagt, 3 bis 6 Wochen Trocknung, dann kommt die Verpackungsphase, dann wird die Ware verschickt. Diese Ware wird dann nochmal durch ein Labor geprüft, was dann auch nochmal knapp 2 Wochen dauert. Und wenn dann nochmal die Bestätigung kommt, alles passt, dann kann es erst an den Kunden gehen. Von daher ist 3 Monate dann ein ganz guter Schnitt. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, bei welchen Krankheitsfällen bzw. Beschwerden Cannabis denn überhaupt Anwendung finden kann. Gibt es da ja verschiedene Weisen, auch Cannabis zu konsumieren, oder geht das je nach Beschwerde, ist eine Konsumform sinnvoller als die andere? Vielleicht eine Frage, die sich an Dr. Franjo Grotenhelm richtet. Ja, vielleicht vorher mal überhaupt etwas zu den Cannabis-Wirkungen. Mhm. Also normalerweise kann man beim Medikament sagen, das ist die gewünschte Wirkung und das ist Nebenwirkung. Das kann man bei Cannabis nicht so ohne weiteres sagen. Also ich hatte gestern zum Beispiel einen Videotermin mit einem Schmerzpatienten, der auch mit seinen Funden kämpft und sagt, wenn ich jetzt Cannabis nehme, dann habe ich mehr Appetit, was kann ich machen? Ja, also man kann bei einem Patienten, wenn man den behandelt, nicht von vornherein sagen, grundsätzlich, das ist eine Nebenwirkung, das ist eine erwünschte Wirkung. Ja? Also wenn jemand schlafen möchte, nicht schlafen kann, dann ist die Sedierung erwünscht. Jemand anders, der eben nicht sediert sein möchte, für den ist das eine Nebenwirkung. Ja, das heißt, wir haben, das ist das Tolle bei Cannabis, hat die Frau Hanke ja schon gesagt, wir haben sehr viele Wirkungen. Das heißt, im Idealfall kann man sagen, es lindert bei Ihnen die Schmerzen, es lindert die Übelkeit, Sie können damit besser schlafen, Sie fühlen sich besser. Mhm. Ja, man hat 4 Wirkungen mit einem Präparat. Das wäre das Ideale. Ja. Das ist schon über 20 Jahren schon vom Medizininstitut der USA so beschrieben worden. Ja. Also Cannabis sozusagen als Multimedikament. Aber Nebenwirkungen, ja, Appetitsteigerung, Sedierung, bestimmte Dinge können auch unerwünscht sein. Ja. So, zur Verabreichung. Also ich setze alle Medikamente auf Cannabis-Basis, die es auf dem Markt gibt, ein, weil ich auch Erfahrung sammeln möchte mit den verschiedenen Präparaten. Und ich bin, wenn ich einen neuen Patienten habe, auch relativ offen, wie wir das dann jetzt machen. Wie ist das jetzt ideal? Ja, also wenn jemand Erfahrung hat mit Cannabisblüten und fährt damit gut, dann ist erstmal naheliegend, dass ich sage, okay, wir machen das dann so weiter. Wir machen das jetzt nur legal und wir machen das so weiter. Und wir gucken mal, ob wir noch die Dosierung optimieren können, ob sie dann optimale Sorte finden oder eine Sortenkombination, eins für den Tag, eins für die Nacht oder wie auch immer. Ja, also wir gucken da weiter. Wenn ich jetzt einen sehr unsicheren Menschen, der noch nie Erfahrung mit Cannabis hatte, habe, dann werde ich vielleicht eher sagen, okay, wir machen jetzt was mit Tropfen, mhm, was ihm auch irgendwie vertrauter, ihm oder ihr auch vertrauter ist von normaler Medikamenteneinnahme. Ja, also das ist sehr variabel. Ja, und es gibt ja auch Gründe für eine Inhalation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Migränepatienten habe, dann habe ich viele, die den Anfall bemerken, dass der kommt, eine Aura, und dann eine schnelle Wirkung jetzt brauchen. Ja, ja. Dann ist die Inhalation einfach naheliegend. Dann sollte der Vaporizer, also der Verdampfer, in Reichweite sein. Wenn die Aura kommt, 2, 3, 4 Mal inhalieren,
damit man vielleicht den Anfall vielleicht noch kopiert. Ja, das Gleiche mit einschießenden Schmerzen, mit Spastik und vielen anderen Dingen. Oder Leute mit Appetitlosigkeit, die sagen, ja, ich nehme dann 2-3 Züge vom Essen und dann kommt der Hunger und dann kann ich essen. Ja, das heißt, oder wenn jemand nachts schlecht schlafen kann, hat Einschlafstörung, würde eher für Inhalation sprechen, Durchschlafstörung eher für oral, weil es länger wirkt. Also man muss einfach immer genau schauen, ja, was passt für die Person an Vorstellung. Und ich meine, Vorurteile werden normalerweise negativ betrachtet, aber die Menschen haben bestimmte Vorerwartungen oder Vorstellungen oder Ideen. Ja, das kann man als Vorurteil bezeichnen. Aber das ist ja jetzt im individuellen Fall völlig okay, wenn das jemand sagt, ich bevorzuge das so und so. Dann machen wir das so. Und wir können auch mal wechseln. Wir können es auch kombinieren. Wir können auch sagen, orale Grundmedikation und Inhalation optop oder sowas. Ja, also alle Möglichkeiten sind da, auch Kombination mit anderen Medikamenten. Ja, es gibt ADHS-Patienten, die nur Cannabis verwenden. Es andere gibt, die morgens Methylphenidat und abends Cannabis nehmen, um runterzukommen. Ja, also es ist, alle Möglichkeiten, die da sind, versuche ich zu nutzen, mit den Patienten rauszukriegen, was ist denn jetzt für sie am besten. Ja, weil alles sehr individuell ist. Auch das Endocannabinoid-System ist ja bei jedem Menschen individuell und dementsprechend. Ja. Das Wirkungsspektrum ist einfach riesig. Ja. Ja. Wir haben 5 große Gruppen: Schmerzerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, psychiatrische Erkrankungen, chronisch entzündliche Erkrankungen. Ja, das sind schon große Bereiche mit vielen, vielen Indikationen. Dann kommen noch ganz viele dazu: Acne inversa, also Hauterkrankungen zum Beispiel, oder Tinnitus und viele andere Dinge, ja, wo ich auch in den letzten Jahren immer wieder Neues entdeckt habe. Ja. Dazu könnte ich noch was sagen. Und zwar kann man grundlegend einfach mal sagen, dass wir keine spezielle Erkrankung benötigen oder es muss keine spezielle Erkrankung vorliegen, damit man Cannabis als Medizin bekommt, sondern sie muss schwerwiegend sein. Also der Gesetzgeber hat nicht festgelegt, welche Erkrankungen, bei welchen Erkrankungen Cannabis nun gegeben werden darf, sondern es muss schwerwiegend sein. Und dementsprechend geht es bei jeder Erkrankung. Ja, es dürfen eben nur Zahnärzte und Tierärzte nicht verschreiben. Ansonsten darf es jeder Arzt. Dementsprechend ist es sowas von breit gefächert. Wir haben eine Liste von Erkrankungen, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Ja. Und auch über die Darreichungsform, denn da die einzelnen Erkrankungen so speziell sind und oft in der Kombination so speziell sind bei dem einzelnen Patienten, ist es, wie der Dr. Grotenherm das sagt, sehr individuell und man muss es auch noch ausprobieren, weil wir eben, da komme ich jetzt zu dem Hersteller mal wieder, so wenig Informationen auch teilweise haben über die Präparate, mit denen wir arbeiten. Ja. Herr Schrage, wie viele Präparate haben Sie denn so bei sich in der Apotheke zum Anbieten und auch wie viele Sorten, wenn es jetzt um die Blüten geht, haben Sie zum Anbieten? Unser Anspruch ist tatsächlich der eines Vollsortimenters in diesem Bereich. Daher haben wir jede verfügbare Blüte an Lager. Es gibt natürlich inzwischen auch unterschiedliche Hersteller, die ein und dasselbe Produkt in unterschiedlicher Verpackung anbieten. Da nehmen wir uns die Freiheit, uns da nur auf einen Hersteller zu konzentrieren, der das dann anbietet. Aber ansonsten ist es eben, da man nicht sagen kann, das ist ein Präparat für alle, sondern jeder Patient muss letztendlich seine Sorte finden, soll der diese Auswahl auch bei uns erhalten. Deshalb haben wir alles, was es gibt, immer da, sowohl in Blütenform als auch die ungeliebten, aber bei einigen Patienten doch verwendeten granulierten Formen aus den Niederlanden, sowie aber auch selbstverständlich die Extrakte. Ja, genau, das wird jetzt ja auch mal mehr, dass jetzt Extrakte kommen, ne? Richtig, genau. Und das ist letztendlich auch eine Arzneiform, die vielen cannabis-naiven Patienten vielleicht etwas sympathischer erscheint, die also vorher keine Berührung hatten mit Cannabis in irgendeiner Form von Freizeitaktivität oder einfach aus dem illegalen Erwerb heraus den medizinischen Gebrauch da kennengelernt haben. Und nutzen das, aber auch, was der Herr Dr. Grotenherm angesprochen hat, mit der Wirkdauer unterscheidet es sich eben massiv und findet da eben auch ganz andere Einsatzgebiete. Deshalb ist das ein Feld, was weiterhin auch meiner Einschätzung nach an Bedeutung gewinnen wird. Auch viele
Ärzte, die in der Vergangenheit vielleicht noch nicht sich unbedingt mit dem Thema Cannabis als Medizin befasst haben, finden über die Extraktverordnung meiner Einschätzung nach einen Einstieg in die Thematik, weil es ein greifbarerer Prozess ist, auch in der Dosierung, in der Standardisierung der Dosis, und man hat da ein bisschen mehr Zugriff drauf. Okay, Sie sagten ja, Sie versuchen so gut wie alle Produkte bei sich anbieten zu können. Wie viel sind denn das so ungefähr? Vielleicht einfach eine Zahl so, dass Sie sagen können, dass so viele sind es ja, ungefähr? Ich meine, wir haben jetzt bald die 50er-Marke überschritten, glaube ich, ne? So ziemlich. So genau kann ich das gar nicht beziffern. Aber irgendwas so zwischen 35 und 50 unterschiedlichen Sorten oder Produkten, Präparaten haben wir da. Das ist ja schon ganz schön ordentlich. Da muss man sich auch erstmal durchtesten als Patient und als Arzt wahrscheinlich auch. Wird die Auswahl ja auch immer größer. Ist es schwierig oder dauert es lange, sich da durchzutesten? Oder kann man mittlerweile auch schon aufgrund von Terpenprofilen oder so irgendwelche Tendenzen zu Sorten bei gewissen Krankheiten zielen? Vielleicht kann ich da was zu sagen. Gerne. Ja. Also wir haben im vergangenen Sommer als Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover eine Umfrage gestartet unter Patienten. Es haben über 1000 Patienten teilgenommen. Und unsere Idee war es, herauszubekommen, ob es bei bestimmten Indikationen bestimmte Präferenzen für bestimmte Sorten gibt. Wir haben das jetzt ausgewertet. Die Publikation steht noch aus, aber ich kann schon verraten, dass wir keine klaren Präferenzen für bestimmte Sorten bei bestimmten Erkrankten gefunden haben. Das heißt, es muss noch andere Gründe geben. Mhm. Nehmen wir mal irgendeine Indikation, meinetwegen Schmerzen, dann ist es wahrscheinlich ein Unterschied, was es für ein Schmerz ist. Schmerz ist wahrscheinlich schon zu grob. Und zudem spielt es auch eine Rolle, hat der zusätzlich noch Depressionen oder Schlafstörungen oder wie auch immer, hat er noch andere Dinge, ja, und dann wird er was anderes auswählen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, Sie haben ADHS, da erfahrungsgemäß ist diese und diese Sorte günstig, sondern es spielt noch andere Faktoren eine Rolle. Es kann aber auch sein, dass die Zeit der Erfahrung der Patienten noch nicht ausreichend ist. Ja, also vielleicht müssen wir diese Umfrage in 2 Jahren nochmal machen. Mhm. Wenn die Patienten mehr Erfahrung mit mehr Sorten haben und auch mehr durchprobiert haben, vielleicht kristallisiert sich doch was raus. Also denkbar wäre das, aber bisher sehen wir das nicht. Bin auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn im Internet dann bestimmte Sorten stehen, dann bestimmte Erkrankungen dazu aufgelistet werden. Weil, bestimmte Erkrankungen sprechen auf THC an, andere können zusätzlich von CBD profitieren, dann Indica Sativa spielt eine Rolle, andere Dinge spielen auch eine Rolle. Die Menschen sind halt verschieden. Ein Migränepatient ist nicht unbedingt der gleiche Migränepatient. Deswegen ist es ja auch einfach so, dass bei einem Schmerzpatienten Cannabis funktioniert und ein anderer Patient mit den gleichen Symptomen, deswegen sagen wir mal Bandscheibenvorfall mit Lumboischalgie und so weiter. Ja. Der eine hilft super, der andere sagt, ich komme damit nicht klar. Und das zeigt auch schon, dass es nicht so einfach ist, das 1:1 irgendwie zu übertragen. Patienten neigen dazu, wenn sie eine positive Erfahrung gemacht haben mit Cannabis, zu sagen, okay, Cannabis wirkt bei XY. Sie können sich kaum vorstellen, dass ein anderer Patient mit der gleichen Erkrankung nicht so profitiert. Oder anderes Beispiel. Wenn ich einen Patienten mit Cannabis behandle, dann heißt das nicht, dass es dem gleich super geht. Der hat ja weiter seine Erkrankung. Nehmen wir mal einen Schmerzpatienten, der hat weiter seine Schmerzen. Die Krankheit ist ja nicht weg. Ja? Und bei dem einen ist es vielleicht fast weg und bei dem anderen aber nur ganz leicht gelindert. Und dann sagt vielleicht der andere ärztliche Kollege, ja, Cannabis ist ja doch nicht so super. Ja? Mhm. Aber er beachtet nicht, dass auch, wenn der Patient Opiate bekommt, dass die Schmerzen dann auch nicht bei jedem Patienten weg sind, sondern auch noch weiterhin bestehen. Ja? Also das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Frau Hanke, wie lange hat das denn so bei Ihnen gedauert? Oder haben Sie überhaupt schon eine Sorte für sich gefunden, die Sie am liebsten konsumieren, die am besten hilft? Oder sind Sie auch noch auf der Suche oder testen Sie immer weitere Sorten aus?
Das Problem ist natürlich ganz klar, dass man nur probieren kann, wenn man auch eine Kostenübernahme hat. Das habe ich leider nicht. Ne? Ich habe das Glück, dass mein Hausarzt mir Privatrezepte schreibt, schiebt es zum Schmerzarzt. Der Schmerzarzt sagt, der Hausarzt soll es machen. Ne? Aber dadurch ist es natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Man kann es einfach nicht durchtesten. Ja? Ich kann nicht noch Extrakte dazu probieren, weil es ist nicht finanzierbar. Andere Ärzte, die Schmerztherapeuten sagen dann, Extrakte sind viel günstiger, wollen dann, dass man eigentlich nur Extrakte nimmt, aber es ist privat nicht finanzierbar. Ja? Deswegen bleibt man als Privatzahler dann auf einer Blütensorte, die einem angenehm irgendwie gefällt und man experimentiert nicht viel. Denn es kommt ja noch dazu das Problem, dass manche Apotheken eben das nur in 15 oder 15 Gramm Dosen abgeben. Was machen Patienten dann, wenn sie eine 10 Gramm Dose bekommen haben und es nicht ihr Medikament ist? Ja, und dann noch als Selbstzahler. Das ist äußerst schwierig. Ja, aber es gibt durchaus Patienten, die das machen, die durchprobieren, die sehr dankbar sind, dass neue Sorten auf den Markt kommen. Da bekommen wir auch immer wieder mal Feedback über unsere Selbsthilfegruppe. Ich kenne aber auch Patienten, die sehr konstant bei einer Sorte sind und immer noch total zufrieden sind und gar keinen Bedarf sehen, etwas anderes auszuprobieren. Also auch da wundere ich mich. Das ist aber das, wie wir es gerade auch vom Dr. Grotenherm gehört haben, immer wieder mal, wie individuell das Ganze doch ist. Man darf es nicht auf den anderen münzen. Das ist nicht möglich und man muss es ausprobieren. Es erschwert aber für uns in der Selbsthilfegruppe, in der Selbsthilfearbeit, erschwert es natürlich, Patienten Empfehlungen zu geben, wenn immer mehr Sorten dazukommen und mehr Extrakte dazukommen und wir aber gar nicht differenzieren können letztendlich, warum und wieso, weshalb hilft es. Also es kommt immer noch mehr dazu, was wir einfach nur noch mehr durchprobieren müssen. Ist gerade auch nicht so toll, muss ich sagen. Es ist ganz schwierig. Wenn ich da vielleicht noch einen Satz zu ergänzen darf, also gerade da ist dann auch Transparenz bezüglich des Produktes sehr wichtig. Also wir haben jetzt angefangen, mit Copea eine Partnerschaft einzugehen, dass wir unsere kompletten COAs von jeder Charge wirklich online hochladen, den Apothekern einen entsprechenden Barcode oder so einen QR-Code mitschicken und mit einem Scan kann ich dann sofort alles einsehen, was Schimmelhefen, welche Terpene dort drin sind. Chargennummer und so weiter und so fort, weil gerade das ist wichtig, weil glauben Sie, das ist nicht nur einmal vorgekommen. Es gibt Hersteller, die an mehrere Großhändler teilweise verkaufen. Beim einen steht Sativa drauf, beim anderen steht Indica drauf, beim anderen steht irgendein Fantasiename drauf. Und wenn man sich die Mühe dann mal macht, was einige Hersteller jetzt auch nicht gerade befürworten und die COAs dann eher zurückhalten an der Stelle, weil dort steht es ja drauf, dann sieht man ganz, ganz schnell, dass das teilweise alles aus der gleichen Anbauhalle kommt und wie gesagt, auf dem Markt dann vier unterschiedliche Namen hat. Das macht das Ganze auch nicht leichter, da als Patient wirklich zu probieren oder sich dann einzustellen. Dementsprechend ist diese Transparenz umso wichtiger für den Patienten. Ja, wir hören ja immer wieder auch von den Herstellern, dass sie gerne Evidenz haben wollen. Ne? Warum, wieso, weshalb wirkt dieses Produkt jetzt bei den Patienten? Ja, aber wie sollen wir als Patienten Evidenz bringen, wenn wir gar nicht genau wissen, warum es jetzt tatsächlich so wirkt, wie es wirkt? Ne? Das ist also, deswegen, wir haben eben Hersteller leider, die uns nicht mal, überhaupt nicht mal den Strain hergeben. Ja, da wissen wir nicht mal, welche Sorte es ist. Ja, so was empfehle ich auch nicht weiter, weil da kann ich ja auch dem Patienten nicht sagen, ja, probier das mal, weil, ja, sorry, probier es mal, ich weiß aber nicht, was so es ist. Ganz schwierig weiterempfehlen. Ja, deswegen finde ich die Kontakte sehr, sehr toll zu den Herstellern auch. Da muss einfach mehr Kommunikation jetzt kommen. Und ich denke, dann können wir das Ziel auch erreichen. Ja, das ist doch eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort für die erste Runde, denn in der zweiten Roundtable-Runde soll es nämlich über die Qualitätsstandard gehen und dementsprechend würden wir das hier eigentlich ganz gerne beenden, wenn jetzt keiner mehr noch irgendwas loswerden möchte zu dieser Runde. Dann danken wir auf jeden Fall allen Gästen dafür, dass sie einen Teil dazu beigetragen haben und wir hoffen, dass das Thema Cannabis als Medizin jetzt schon etwas verständlicher ist. Ja, und vielen Dank auch an die Zuschauer fürs Zuschauen und schaltet unbedingt auch beim zweiten Teil wieder ein, wenn wir über die Qualitätsstandards von medizinischem Cannabis in Deutschland sprechen. Macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Teil. Tschüss.